Bei der ersten Kommunalwahl nach dieser Eingemeindung, das war im Jahr 1975, das ist schon über 40 Jahre her, wurde er unmittelbar wiedergewählt und gehörte somit unserem Gemeinde- und Ortschaftsrat nach insgesamt 8 Wiederwahlen, das muss man sich wirklich auf der Zunge vergehen lassen, 45 Jahre und 8 Monate, also knapp 46 Jahre, ununterbrochen an. Ich darf mich bei Klaus Merz, einem Politiker von Brot und Brot und Korn, so habe ich mir es hier vermerkt, auch heute nochmals, auch im Namen unseres aktuellen Ortschaftsrates, mit dem Fraktionsvorsitzenden Dieter König, mit unserer lieben Brigitte Schmieder und mit Ole Reher und der gesamten Neumeuther Bevölkerung ganz herzlich für sein unermüdliches, ehrenamtliches Engagement in dieser langen Zeit bedanken. Lieber Klaus, wirklich dafür nochmals ein herzliches Dankeschön. Also alle, die Klaus Merz kennen, die wissen, wie unerschrocken er als Anwalt und als Sachwalter unserer Neureuther Interessen versieht oder versehen hat und sich damit auch besondere Verdienste um seine Heimatgemeinde erworben hat. Immer wieder war er es, der in Diskussionen in unserem Ortschaftsrat oder auch in unseren Ausschüssen auf die verbrieften Rechte nach dem Eingliederungsvertrag hingewiesen hatte. Sein persönliches Engagement war nie von lauten Worten, sondern stets von Toleranz und Liberalität geprägt, die ihn letztlich auch den erwünschten Erfolg einbrachte. Und ich bin dankbar in Klaus Merz, den wirklich dienstältesten Kommunalpolitiker, nicht nur bei uns hier in Neureuth, ich denke sogar auch in der Stadt Karlsruhe, glaube ich nicht, dass einer der Gemeinderäte so eine lange Zeit gedient hat und seine jahrelange politische Erfahrung eingesetzt hat. Herr Klaus Merz, ihm ging es immer das Bemühen um einen Konsens, es ging um Beschlüsse, die von einer breiten Mehrheit getragen werden und die zur Bereinigung oftmals drohender Konflikte eher entsprechend unterbinden konnte. Dass ein solches Engagement im Laufe der Jahre auch die entsprechenden Auszeichnungen erfahren hat, ist eigentlich selbstverständlich. Und sie fand über die Verleihung der Ehrenbürger der Gemeinde Neureuth nach der Eingemeindung im Jahr 1975 und dann mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz des Deutschen Städtetages für 40-jährige kommunalpolitische Tätigkeit und dann nicht zuletzt durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2003 einen würdigen Höhepunkt. Geehrt wurde dabei neben seinem kommunalpolitischen Wirken unter anderem natürlich auch seine unermüdlichen Einsätze gerade für die Turngemeinde Neureuth, der er als langjähriger Abteilungsleiter Handball, als Schatzmeister, als stellvertretender Vorsitzender immer wieder mit dabei war. Gerne erinnere ich mich ebenfalls an diese erfolgreiche Zeit, als wir dann gemeinsam, lieber Klaus, ich als erster Vorsitzender der Turngemeinde, du als mein Stellvertreter und heute als ein weiterer Ehrenvorsitzender die Geschicke unseres Vereins immer wieder mitlenken durften. Gerade auch heute, nach dem Brand unserer Turnhalle, sind wir beide, denke ich, doch auch immer wieder gefragt von der Turngemeinde, von den Vorsitzenden, von den Trainer. Und ich freue mich, dass wir auch dieses wieder gemeinsam miteinander tun können. Ja, liebe Gäste, ich möchte zum Schluss kommen und mich nochmals ganz, ganz herzlich für deine, lieber Klaus, großartige politische Arbeit zum Wohle von Neureuth und allen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger für deine vorbildliche und beispielhafte Lebensleistung, so möchte ich es bezeichnen, ganz, ganz herzlich